Was ist ein politisches System? Ja, warum sollen wir uns überhaupt diese Frage vorlegen? Wir haben doch einen so schönen Begriff wie den des Staates. Warum reicht denn dieser schöne Begriff diesen Politikwissenschaftlern nicht? Naja, der Gegenstand der Politikwissenschaft ist, wie wir es das letzte Mal gesehen haben, die Gesamtheit jener politischen Strukturen, in denen politische Inhalte, Willen, politische Prozesse ablaufen. Schön und völlig klar. Ein Staat ist ein politisches Strukturgebilde, in dem auf einem abgegrenzten Gebiet für eine bestimmte Anzahl von Menschen verlässlich allgemeine Verbindlichkeit hergestellt und durchgesetzt wird. Das ist diese Dreiheit aus Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt, ein verfestigter Zustand von Gesellschaft, wo allgemeine Verbindlichkeit produziert werden kann. Und natürlich sind Staaten unsere Untersuchungsgegenstände, gar keine Frage. Aber es sind einfach viele politische oder politisch wichtige Strukturen, eben keine staatlichen Strukturen. Im Bereich der internationalen Beziehungen gibt es jede Menge wichtiger Strukturen, die aber keine Staaten sind. Dann gibt es außerdem noch das weite Feld der scheiternden oder schon gescheiterten Staaten. Und das weite Feld dessen, was sich in vorstaatlichen Gesellschaften getan hat. Und auch in politischen Systemen, in Staaten gibt es sowas wie Parteien und Verbände und Armeen und Verwaltungen, die allesamt auch keine Staaten, aber gleichwohl unser Untersuchungsgegenstand sind. Da wäre es hilfreich, eine Beschreibungssprache zu haben, die sämtliche politischen Strukturen und die in ihnen ablaufenden Prozesse differenziert und vergleichend zu erfassen erlaubt. Dieser Begriff, mit dem man das kann, ist der Begriff des Systems. Und um den Begriff des Systems herum lagern sich mindestens 2 Dutzend weitere Begriffe, die wir dann heute uns noch anzusehen haben. Schauen wir zunächst mal auf das politische System und verstehen einfach intuitiv, was es ist und an der Folie erst recht, was es ist. Ein politisches System ist, und ich glaube, dass das mehr als nur eine Gagformel ist, ein politisches System ist zu verstehen als eine Maschine, als eine große Maschinerie zum Politikmachen. Eine Maschinerie, die in einer Gesellschaft, für eine Gesellschaft allgemein verbindliche Regeln und Entscheidungen zu produzieren versucht, und das auch immer wieder schafft. Und somit sind Politikwissenschaftler recht besehen Ingenieure des Politischen. Wir haben diese Maschine zu begreifen. Wir sollten in der Lage sein, ihr Funktionieren zu verstehen. Wir sollten in der Lage sein, zu erkennen, wo sie hakt und was man dagegen tun könnte, wenn sie nicht rund läuft. Der Zweck dieser Maschine ist eben die Herstellung und Durchsetzung allgemein verbindlicher Regelungen und Entscheidungen. Und das da unten ist wieder mal die Gesellschaft. Die Gesellschaft in all ihrer Vielfalt, Freundeskreise, Familien, Unternehmen, Betriebe, was auch immer. Die Gesellschaft, und sie braucht, wie wir in der letzten Stunde gesehen haben, wenn sie halbwegs komplex ist, eine zentrale Instanz, welche jene Regeln herbeiführt, auf die man sich dann verlassen kann. Wenn Sie eine technische Gesellschaft haben, brauchen Sie irgendwelche Standardisierung für Elektroanschlüsse, Internetkonnektivität und alle möglichen Schnittstellen. Und irgendjemand muss dafür sorgen, dass es diese Normen gibt und man sich daran hält. Die Institutionen, die das tut, haben das letzte Mal schon entsprechend getauft, nämlich als zentrales politisches Entscheidungssystem. Dieses kann verschieden ausgestaltet sein, verschiedene und verschieden viele Institutionen haben auf verschiedenen Ebenen sein. Machen Sie sich frei von dem Gedanken, dass jedes politische Entscheidungssystem aus Regierung und Parlament und Gerichtswesen besteht. Kann so sein, ist oft auch so, ist aber nicht notwendig und vielfach auch ganz anders. Zwischen das zentrale politische Entscheidungssystem und eine Gesellschaft kann sich, wenn es genügend Knete dafür gibt, schieben die Verwaltung. Es gibt Gesellschaften ohne Verwaltung, welche mit Verwaltung. Es kann noch dazu geben Massenmedien, also die durch ihre Berichterstattung den Leuten klarmachen, was das politische System tut, die dem politischen System klarmachen, was sie in der Gesellschaft tut, die in der Gesellschaft klarmachen, was sich in anderen Bereichen der Gesellschaft tut, in dem man selbst gerade nicht unterwegs ist. So, was geschieht nun? Aus der Gesellschaft werden immer wieder Forderungen erhoben. Der Staat soll doch, der Staat möchte doch. Steuern senken, Straßen bauen, Kriminalität ausrotten, weiß der Teufel was tun. Das politische Entscheidungssystem ist damit konfrontiert und idealerweise trifft es dann Entscheidungen, setzt Regeln, setzt das Ganze auch durch. Und im perfekten Fall
haben diese Entscheidungen und Regeln auch in der Gesellschaft Auswirkungen. Im ganz perfekten Fall die angestrebten und positive, im schlimmen Fall solche, die man lieber nicht gehabt hätte, die man davor aber nicht antizipieren konnte oder wollte. Die Gesellschaft macht mit diesen Auswirkungen etwas, ist zufrieden oder unzufrieden. Im Idealfall sagt die Gesellschaft, na ja, wir sind nicht mit allem einverstanden, was diese Regierungsleute da so tun, aber im Großen und Ganzen werden wir anständig regiert. Darum sind wir bereit, uns an die Gesetze zu halten, die Steuern zu bezahlen und uns zumindest minimal an Politik zu beteiligen, sofern es auf uns ankommt. So etwas nennt sich Unterstützung. Und wenn dieser Kreislauf endlos geschlossen ist aus Forderungen, werden Entscheidungen, die wirken sich so aus, dass die Leute zufrieden sind, dann entsteht das, was man nennt Legitimität. Das heißt Geltung von Herrschaft als Rechtens. Die Leute sind der Meinung, das politische System muss nicht gestürzt werden. Und jene, die regieren, na ja, die haben das Recht zu regieren, etwa weil sie die letzte Wahl gewonnen haben. Das muss nicht immer so sein, denn so eine komplexe Maschine ist natürlich sehr voraussetzungsreich, sehr störanfällig. Die wenigsten politischen Systeme der Welt funktionieren überhaupt. Und wenn sie funktionieren, störungsfrei. Es ist ganz selten, dass etwas in der Politik funktioniert und gar halbwegs. Die üblichen Variationsmöglichkeiten sind, die Gesellschaft kann ziemlich primitiv sein, das politische Entscheidungssystem auch. Im Extremfall besteht es aus dem Häuptling, der eine Mammutjägerhorde seines Stammes anführt. Die Entscheidungen, die werden vielleicht vom politischen System gar nicht getroffen. Es ist entscheidungsschwach, schiebt die Probleme vor sich her, will sich mit niemandem anlegen. Es kann sein, dass die Verwaltung korrupt ist und ineffizient ist. Es kann sein, dass die Massenmedien aus welchen Gründen auch immer unglaubwürdig sind. Es kann deswegen sein, weil der Staat eh nichts tut und die Verwaltung korrupt ist und die Lügenpresse alles auch noch schön. Es kann sein, dass die Bevölkerung dem politischen System die Unterstützung entzieht. Tja, und lediglich dadurch bei der Stange gehalten wird, dass sie unterdrückt wird, dass sie keine Alternative hat. Sie fordert nichts mehr vom Staat, sie erwartet nichts mehr vom Staat, sie will allenfalls in Ruhe gelassen werden vom Staat. Und wenn er das nicht tut, na ja, dann wird es Zeit, über Revolution nachzudenken. Ein solcher Zustand nennt sich Illegitimität, keine Geltung von Herrschaft als Rechtens, kein verfestigter Zustand politischer Ordnung, den wir einen Staat nennen. Und das ist ein leider Gottes sehr weit verbreiteter Zustand politischer Systeme. Die meisten Staaten auf der Erde leiden genau darunter. Und ehrlich gesagt, das ist nicht einmal abnormal, das ist normal. Weil Politik was Kompliziertes ist und politische Systeme auch, wie wir noch näher ansehen werden. Wofür hält man sich denn politische Systeme? Wofür genau braucht man diese Maschinen zum Politikmachen? Naja, die Kurzformel lautet, die Aufgabe von politischen Systemen ist es, eine gute Ordnung unter Menschen, eine gute Ordnung zu sichern, zunächst mal zu schaffen und dann zu sichern. Wobei wir jetzt etwas konkret werden müssen, worin besteht denn gute Ordnung? Wenn man sich die langen Diskurse vergegenwärtigt, die in der europäischen, in der chinesischen Tradition über richtiges Regieren und die Aufgaben des Staates geführt worden sind, lässt sich Folgendes darüber sagen, was die Menschen in der Regel als gute Ordnung empfinden. Und Achtung, wir gehen dabei vom Basalen, vom Grundlegenden zu dem über, was Luxusmöglichkeiten einer guten Ordnung sind. Es fängt ganz basal an. Ein Staat, ein politisches System soll grundlegende Staatsaufgaben erfüllen, nämlich Schutz nach außen, dass man nicht überfallen wird in seiner Stadt, in seiner Gemeinde. Ein Pole kann das jederzeit nachvollziehen, ein Israeli auch. Der Schutz nach außen nichts ganz Unwichtiges ist. Frieden und Rechtssicherheit im Inneren. Recht und Ordnung, Igitt, ganz furchtbar. Naja, wenn es in Somalia wären oder in der Ukraine oder in Russland oder in China, da würden sie Frieden und Rechtssicherheit im Inneren schon als eine Errungenschaft schätzen, die man teils nach langen Zeiten der Revolution wieder gewonnen hat, wie im chinesischen Fall, sei es noch nicht hat. Das nächste, was politische Systeme zu tun haben, ist die Schaffung und Durchsetzung allgemein verbindlicher Regeln und Institutionen, die bestimmte Aufgaben erfüllen. Aufgabe 1, die Reproduktion der natürlichen und wirtschaftlichen Grundlagen der regierten Gesellschaft. Ich meine, ein politisches System, das dazu führt, dass keine jungen Leute mehr heranwachsen, weil sie etwa im Krieg als Kindersoldaten verbraucht werden. Ein politisches System, das die Wirtschaft so führt, dass nichts mehr funktioniert und die Leute verhungern.
Ein politisches System, das mit den ökologischen Ressourcen in einer sie zerstörenden Weise verfährt, sodass am Schluss die Zivilisation zusammenbricht, wie auf den Osterinseln. Naja, von dem wird man nicht sagen können, dass es eine gute Ordnung schafft. Es versagt bei der Aufgabe der Reproduktion der regierten Gesellschaft. Es braucht auch für eine gute Ordnung politische Institutionen, die eine rasche Anpassung oder eine hinreichend rasche Anpassung von Wirtschaft und Gesellschaft auf neue Probleme und Herausforderungen ermöglichen. Es braucht Institutionen, die nicht nur reformfähig sind, sondern auch reformwillig ist. Es braucht politische Institutionen, die sozusagen von sich aus auf die Entdeckung von Reformbedarf ausgehen und die Regulierungsweisen haben, die notwendige Reformen auch in die Praxis umzusetzen erlauben. Ja, das sind grundlegende Staatsaufgaben. Da haben wir jetzt von den Deluxe-Gütern noch nicht gesprochen. Jetzt kommen die Deluxe-Güter, die uns meistens als Erste einfallen, wenn wir von einer guten Ordnung sprechen. Die Sicherung von Leben, Freiheit und von Streben nach selbstdefiniertem Lebensglück steht schon in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung als wichtige Staatsaufgaben. Und das alles möge doch bitte auch noch mit Gerechtigkeit zusammengehen. Wenn viele ihr Lebensglück darin finden, andere zu unterdrücken und auszubeuten, ist das vielleicht nicht gerade eine gute Ordnung. Eine gute Ordnung muss auch eine gerechte Ordnung sein, auch eine sozial gerechte Ordnung. Dann, nächstes Deluxe-Gut, statt dass der Bürger vom Staat beglückt wird mit einer gerechten Ordnung und ökologisch ist alles perfekt, kann der Staat sich auch so organisieren, dass die Selbstregierung von Bürgern möglich wird. Politische Partizipation, politische Teilhabe, schon auf sehr niedrigen politischen Systemebenen, sodass keine Untertanenkultur entsteht von Leuten, die als ewige Kinder dem Vaterstaat dankbar sind, sondern von selbstbewussten Leuten, die bereit sind, mit ihresgleichen zu kooperieren und dadurch dem Gemeinwohl Gutes zu tun. Da merken Sie schon, dass die Ansprüche im Laufe der Zeit wachsen. Am Anfang will man nur geschützt werden, am Schluss will man auch noch demokratische Partizipation. Und tatsächlich, erst wenn das erreicht ist, ist ein Staatswesen so richtig schön und gut. Aber dafür muss alles Vorige erst einmal funktionieren. Damit ein möglichst gutes System entsteht, braucht es gute politische Führung, gutes Regieren. Und das wird zunehmend schwierig. Schutz nach außen, das kann auch noch eine brutale Diktatur organisieren. Die Reproduktion der Lebensgrundlagen einer Gesellschaft, das geht auch mit der Diktatur bequem. Aber demokratische Partizipation und pluralistische Politik zu gewährleisten, ach Gott, das wird schon schwierig, insbesondere dann, wenn die Bürger sich nicht auf Pluralismus einlassen wollen, weil sie sagen, der redet anders, der denkt anders als ich, mit dem kann ich nicht reden. Die gehören ausgegrenzt. Naja, dann wird dann irgendwann die Gesellschaft sich zerspalten und zerstreiten, im schlimmsten Fall im Bürgerkrieg. Und damit ist Frieden und Rechtssicherheit im Inneren verloren gegangen. Auf globaler Ebene haben wir solche Systeme, die das alles produzieren, noch überhaupt nicht. Noch nicht einmal ansatzweise. In manchen Territorien der Erde haben wir sowas. Westeuropa ist hier eine Insel der Seligen, Nordamerika, Australien. Da läuft das alles. Aber in vielen Teilen der Welt läuft es eben nicht. In Afrika nicht, in manchen Teilen Asiens und so weiter. Die Probleme drängen aber jetzt, sodass die Ingenieurfrage lautet, was kann man denn tun? Naja, und wenn die Politikwissenschaft darauf überhaupt keine Antworten hat, dann braucht es das Fach auch nicht. Gottlob hat die Politikwissenschaft Antworten darauf und die werden in der Regel im Sommersemester bekannt gegeben. Ein politisches System ist also was, wenn man so eine Kurzbeschreibung uns aneignen wollen. Ein politisches System kann entstehen im Zug gesellschaftlicher Arbeitsteilung. Das haben wir in der letzten Stunde gesehen, als ich Ihnen gezeigt habe, wie Politik eben aus dem Prozess von funktionaler Differenzierung und erhöhtem Steuerungsbedarf entsteht. Ein politisches System umfasst eine viel größere Mannigfaltigkeit von Ausprägungsformen als nur den Typ des Staates. Denn natürlich sind auch die UN, die Welthandelsorganisation, politische Systeme und die SPD und die Grünen sind auch ein politisches System oder zwei verschiedene politische Systeme. Welches politische System wo entsteht und ob überhaupt eines entsteht, das hängt völlig von der Gesellschaft ab, in der Politik und politische Systeme arbeitsteilig entstehen. Es gibt nicht das politische System, das sozusagen vom lieben Gott so vorgesehen überall zu errichten ist oder von selbst entsteht.
Es ist schwierig, überhaupt politische Systeme hinzubekommen, die stabil sind. Und wie sie dann aussehen, das hängt ganz von der Gesellschaft und ihren kulturellen Prägungen ab, wo so ein Trumm entsteht. Ist aber einmal ein politisches System entstanden, so prägt es seinerseits die Gesellschaft. Ist erst einmal das Pharaonenreich entstanden, dann prägt das Pharaonenreich über fast drei Jahrtausende lang, 2,5 Jahrtausende lang die ägyptische Geschichte. Ist erstmal das chinesische politische System entstanden und im Grunde schon in der Shang-Dynastie 1500 vor Christus, definitiv in der Han-Dynastie 200 vor Christus beginnend, dann prägt dieses System die ganze Staatlichkeit, Gesellschaft, das Wirtschaftsdenken, das politische Denken und zwar bis heute. Und dieses politische System mit all den vorhin beschriebenen Eigenschaften hat als ein gesellschaftliches Teilsystem eine ganz besondere Aufgabe, die es vor allen anderen gesellschaftlichen Teilsystemen auszeichnet, vor wirtschaftlichen, kulturellen und sonstigen Teilsystemen. Das politische System hat die Aufgabe, für sämtliche gesellschaftlichen Teilsysteme eben allgemein verbindliche Regeln und Entscheidungen herzustellen und durchzusetzen. Und wie schon zweimal gesagt, wir müssen uns damit abfinden, dass politische Systeme nicht immer entstehen und nicht immer funktionieren. Und wenn sie funktionieren, funktionieren sie nicht immer ordentlich. Politische Systeme, wenn sie mal funktionieren, sind wie gotische Sandsteinkathedralen. Bröckliger, poröser, witterungsanfälliger Stein mit vielen Verzierungen. Und an solchen Kathedralen muss man stets reparieren und erneuern und herumbasteln. Das sind politische Systeme und weniger störanfällig sind sie nun einmal nicht. Sie unterscheiden sich, und wir werden auch auf die unterschiedlichen Typen politischer Systeme eingehen, ziehen wir aber vor die Klammer die Frage, warum unterscheiden sich denn politische Systeme? Warum haben denn nicht alle Gesellschaften das Gleiche? Naja, sie unterscheiden sich nach ihren Leitideen, nach den Spielregeln. Schauen Sie, wenn ein politisches System sagt, unsere Leitidee ist die folgende, ich zitiere wörtlich die Verfassung der DDR, die Deutsche Demokratische Republik ist die politische Organisation der Werktätigen zu Stadt und Land unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei. Dann hat das System eine andere Leitidee und eine andere Zwecksetzung, als wenn im Artikel 1 einer Verfassung steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Deswegen binden die nachfolgenden Grundrechte alle Teile des Staates als unmittelbar geltendes Recht. Die Spielregeln sind anders. Genauso wie Skat etwas anderes ist als ein anderes Kartenspiel und Dame ein anderes Spiel als Schach, sind politische Systeme, je nachdem, was sie wollen, sehr, sehr unterschiedlich. Sie unterscheiden sich danach, was eine Gesellschaft von ihrem politischen System erwartet. Schauen Sie, in Europa erwarten fast alle Bürger vom Staat soziale Sicherheit, Wohlfahrt, gute öffentliche Infrastruktur. Und dass der Staat sie politisch einbindet. In den USA erwartet man vom Staat im Wesentlichen, dass er einen in Ruhe lässt. Der beste Staat ist der, den man nicht merkt. Die Probleme des Systems sind unlösbar, das System in Washington ist das Problem. Soziale Sicherheit, ja, dafür ist nicht der Staat dafür da, dafür sind wir da. Wenn der Staat soziale Sicherheit und Krankenversorgung macht, mischt er sich in unser Leben ein. Am Schluss schreibt er uns noch vor, wie viele Schritte wir täglich zu gehen haben, wenn wir nicht Einbußen bei unserer Krankenversicherung hinnehmen wollen. In Europa würde man sagen, das ist doch ein faires Geschäft. Der Staat sorgt dafür, dass die Menschen sich gesund erhalten und nicht mit ihren Krankheiten, die sie vermeiden könnten, die Sozialkassen belasten. Und deswegen setzt der Staat ja allgemein verbindliche Regeln. Ich meine, so weit sind wir jetzt noch nicht mit der Pflicht zum Zu-Fuß-Gehen. Aber Sie sehen an dem Beispiel, wie unterschiedliche Erwartungen man an den Staat setzen kann. Muslime erwarten von ihrem Staat, dass er Gottes Gebot, das dem Propheten geoffenbart worden ist, im Heiligen Koran, dass er Gottes Gebot auf Erden umsetzt. Ja, das erwarten wir Deutsche von unserem Staat überhaupt nicht, weil die meisten ohnehin nicht an die Existenz eines Gottes glauben, und ansonsten unklar ist, was denn dieser Gott genau möchte. Politische Systeme unterscheiden sich nach der Komplexität der zu regierenden Gesellschaft. Ich meine, so ein gigantischer Staat wie China mit 1 Milliarde Menschen und mehr, ja, der wird sich wahrscheinlich nicht so regieren können wie die kleine Schweiz, wo in etlichen Kantonen, nämlich in 2 noch, die Bevölkerung 1 bis 2 Mal im Jahr zur Landsgemeinde zusammenkommt, um dort zu beschließen, was sie will. In China geht das relativ schwer. Und agrarische Gesellschaften, wie das nach der Völkerwanderung entstehende Fränkische Reich,
Die brauchen ein anderes politisches System als die Bundesrepublik Deutschland, als moderne Industriegesellschaft. Jene Strukturen, mit denen Input ins System hineingeht, also Unterstützung oder Forderungen, Parteien, Verbände, Massenmedien, ja, die sind dann auch von Land zu Land verschieden. In manchen politischen Systemen und Staaten gibt es gar keine Parteien oder bloß eine. In manchen sind Verbände verboten, in manchen dürfen Verbände nur mit staatlicher Genehmigung errichtet werden. Verwaltungsstrukturen sind unterschiedlich, Massenmedien. Ja, und kein Wunder, dass sich dann die Staaten sehr unterscheiden. Es unterscheiden sich die politischen Systeme danach, in welchem Umfang die Regierenden durch die Regierten kontrollierbar sind. In Deutschland ist das halbwegs intensiv, zumindest alle 4 Jahre kann man den Regierenden einen Denkzettel verpassen oder sie belohnen. Davon können Nordkoreaner bloß träumen, wenn sie überhaupt den Gedanken fassen, dass jemand anderes als ihre Führerdynastie regieren könne oder dürfe. Wie gut kann man die Macht, die über einen ausgeübt wird, als Bürger kontrollieren? Und wie viel ist das einer Gesellschaft wert? Und dann, wie schaut es aus mit den politischen Kreislaufprozessen aus der vorigen Folie? Forderungen, Umsetzungen, Entscheidungen, Auswirkungen und so weiter. Gibt es einen einzigen Prozess, wie etwa in einer antiken Polis? Oder haben Sie ein politisches System, das auf mehreren Ebenen funktioniert, wie etwa das Deutsche? Es funktioniert auf der Ebene von Kommunen, der Länder, des Bundes und der Europäischen Union. In manchen Bereichen auch auf der Ebene von internationalen Regimen. Und all diese Kreislaufprozesse interagieren und interferieren miteinander. Naja, das ist dann schon komplexer und braucht auch komplexere Institutionen. Ja, und die Komplexität der Institutionen differiert auch von Staat zu Staat, aber das muss ich jetzt nicht ausdeutschen. So, wir brauchen also eine Beschreibungssprache, die uns mit diesen ganz unterschiedlichen politischen Systemen analytisch zurechtkommen lässt, welche die verschiedensten Systeme, die es gibt, in einer gemeinsamen Sprache und damit freilich auf einem höheren Abstraktionsniveau zu benennen und zu erörtern erlaubt. Genau dafür dient die Systemtheorie. Das ist eine universell anwendbare Beschreibungssprache, nicht nur von politischen Systemen, sondern von jeglichen Systemen in Wirtschaft, Technik, Biologie und so weiter. Und der große Vorzug der Systemtheorie ist, dass sie das Denken in rekursiven Kausalitäten erlaubt. Um Gottes Willen, was ist denn das, eine rekursive Kausalität? Naja, im Bild gesprochen, das ist die Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Und der Schwanz dann wehtut, weswegen sie Angst bekommt und fester zubeißt oder mit dem Beißen aufhört. Anders ausgedrückt, rekursive Kausalität meint, A bewirkt B, B bewirkt C, C bewirkt D, D bewirkt E, E bewirkt A. Systeme wirken über ihre Auswirkungen auf die Umstände, in denen sie funktionieren, auf sich selbst zurück. Eine politische Partei sagt, wir sind stolz darauf, dass wir streiten, und dann streitet man vor der Wahl und dann verliert man, weil die Bürger es nicht wollen, wenn Parteien streiten, dann streitet man weiter, weil das so schön ist und auch notwendig ist. Bei der nächsten Wahl verliert man weiter. Naja, und dann führt die rekursive Kausalität zum Abschmieren der Partei. Es kann auch sein, dass eine Partei sich streitet, verliert bei den Wahlen und sagt, aha, die Wähler wollen den Streit nicht, wir müssen den eindämmen, einhegern. Wir müssen uns gütlicher einigen. Wir praktizieren Einigkeit und schwuppdiwupp steigt man in der Wählerachtung und gewinnt die nächste Wahl. Die Folgen des Handelns werden zu Handlungsumständen des eigenen Tuns und prägen das eigene Tun. Und dieses Denken in rekursiven Kausalitäten, das ich jetzt sehr umständlich beschrieben habe, lässt sich auf das Leichteste beschreiben, wenn man über das Vokabular der Systemtheorie verfügt. Und deswegen jetzt ans Vokabellernen. Ich werde Ihnen die Vokabeln einführen, dann werde ich Ihnen zeigen, was sie in der Praxis bedeuten. Und dabei müssen Sie jetzt wirklich analytisch sich auf die nächsthöhere Abstraktionsstufe begeben. Im Grunde sogar 2 Abstraktionsstufen immer einnehmen. Warum? Das werden Sie gleich sehen. Also fangen wir an, was ist ein System? Und ausnahmsweise fangen wir nicht mit Zylindern an, sondern mit lauter Punkten. Vokabel 1, zu den Punkten sagen wir Elemente. Was ist unter einem Element in der Politikwissenschaft vorzustellen? Elemente sind Personen, sind Organisationen und Institutionen, sind auch Staaten, sind auch die nationalen Niederlassungen von internationalen Unternehmen. All das nennen wir Elemente von unterschiedlicher Komplexität. Achtung,
Jetzt kommen wir auf die nächste Abstraktionsstufe. Die erste war, dass wir diese konkreten Sachen Elemente nennen. Und jetzt nennen wir auch noch Elemente etwas, was abstrakter ist als Personen und Organisationen, nämlich Handlungen. Handlungen, die sich zwischen Personen, zwischen Organisationen, zwischen Staaten tun. Ich kann ja auch das, was sich zwischen zwei Akteuren tut, als Element studieren, wie etwa hassen, liebhabern, helfen, unterstützen, verachten. Ich kann genau diese Interaktionsmuster als Elemente jenes Systems von emotionalen und sozialen Regulationsmechanismen studieren, die eben sich zwischen den vorhin genannten Elementen tun. Und dann betrachte ich als Elemente Handlungen und Handlungsmuster. Handlungsmuster sind Rollen, die Rolle des Abgeordneten, des Bürgers, des Parteimitgliedes, des Käufers, des Verkäufers, des Verbrechers, des Polizisten und so weiter. So, jetzt kommt die Befestigung des Abstraktionsschrittes. Und das werden wir noch zwei, dreimal durchziehen und dann müssen Sie es im Kopf haben. Das Rot Unterlegte sind Akteurs, sind Elemente von akteursbezogenen Systemmodellen. Die Elemente dessen, was wir später als System sehen werden, sind Akteure. Personen, Institutionen, Staaten sind Akteure. Hier unten im Grün Unterlegten sind die Elemente, die wir betrachten, Handlungen. Und es macht einen Unterschied, ob ich als kleinste Einheit eines Systems, das ich modelliere, Akteure nehme wie Menschen oder Handlungen nehme, also Dinge, die sich zwischen Menschen ereignen. Das eine nennt sich ein akteursbezogenes Systemmodell, das ist anschaulicher und konkreter. Das andere ist ein handlungsbezogenes Systemmodell, das ist abstrakter. Und jetzt Achtung, jetzt kommt die Probe aufs Exempel, ob Sie noch dabei sind. In einem handlungsbezogenen Systemmodell sind die Akteure austauschbar. Ob die SPD mit der CDU umgeht oder die FDP mit der CDU umgeht, es sind wechselnde Akteure, die Handlungen des Umgehens, des Koalitionsaushandels und so weiter, die sind die gleichen, nur von unterschiedlichen Akteuren ausgeführt. Hier oben sind die Regeln, nach denen man handelt, austauschbar. Zwischen Deutschland und Frankreich waren lange Zeit sozusagen Feindschaftsregeln in Geltung, jetzt sind Freundschaftsregeln in Geltung. Die Staaten bleiben die gleichen, aber die Regeln ihres Zusammenwirkens können sich verändern. Das heißt, je nachdem, was wir rauskriegen wollen, nämlich die Vielfalt von Regeln zwischen gleichbleibenden Akteuren oder die Vielfalt von Handlungen, bei austauschbaren Akteuren werden wir Elemente als Personen, Institutionen, also als konkrete Akteure denken oder Elemente von Systemen als Handlungen oder Handlungsmuster, ist gleich Rollen denken. Wir üben das noch zwei, dreimal und dann müsste es in jedem geistigen Haushalt gut verankert sein. So, wo sind wir? Wir wissen, dass Punkte Elemente sind und was wir unter Elementen verstehen. Was sehen wir jetzt? Ach, jetzt sehen wir viele rote Striche. Manche dicker, manche dünner. Und dafür lautet das Wort, der Begriff Relation, Beziehungen, Relationen. Was ist damit gemeint? Relationen sind Rollen, die Personen verbinden, Organisationen verbinden. Aha, das, was vorher Elemente waren, betrachten wir hier als Relationen. Oder dass wir in dem einen Modell als Relationen betrachten, sind im anderen Modell schon die Elemente. Das heißt, diese Systemdenkweisen vollziehen sich auf zwei verschiedenen Ebenen. Wenn Elemente Akteure sind, ist man elementarer beim Nachdenken über Systeme. Wenn Elemente die Handlungen, die Handlungsmuster, die Rollen zwischen Akteuren sind, sind wir ein Stockwerk abstrakter in unserem Systemdenken unterwegs. Relationen sind dann auch Beziehungen zwischen Staaten natürlich, zwischen internationalen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen. Und wir sind wieder in einem akteursbezogenen Systemmodell, wo wir als Relationen eben die Verbindungen zwischen den Akteuren betrachten. Es kann aber auch sein, dass uns interessiert, welche Regeln und welche Erwartungen nun ihrerseits Handlungen verbinden. Welche Handlungen gelten als rechtens und wie bezieht man die auf Handlungen, die man Bestrafungen nennt? Wie ist also Bestrafungsordnung und Rechtsordnung in einer Gesellschaft miteinander gekoppelt? Oder wie sind Handlungsmuster aufeinander bezogen? Das Handlungsmuster von Verdächtigen,
Wie ist das in einer gegebenen Gesellschaft bezogen auf das Handlungsmuster von Polizisten, was ja von Gesellschaft zu Gesellschaft sehr verschieden sein kann? Hier unten haben wir also wieder ein handlungsbezogenes Systemmodell. Hier sind die Akteure austauschbar. Wer ist gerade ein Verbrecher? Wer ist gerade ein Polizist? In welchem Staat gibt es dieses Rechtssystem? Hier oben sind die Regeln austauschbar. Nach welchen Regeln gehen nun zwei Menschen eine Beziehung an? Als Käufer und Verkäufer, als Freier und als Hure, als Politiker und als als Bürger. Die Regeln des Interagierens sind austauschbar. Gehen wir weiter. Was machen wir jetzt mit diesem ganzen Gewirr von Punkten und unterschiedlich dicken roten Linien? Naja, wir erkennen, dass manche Bereiche durch dickere Linien verbunden sind und sich herausheben von dem, was außenrum ist. Und das, was sich heraushebt von seiner Umwelt, das nennen wir eine Struktur. Na, was sind denn Strukturen? Naja, Strukturen sind Muster von Rollen, Muster von Rollen, Bündel von Rollen zwischen Personen, Organisationen, wie zum Beispiel die Rollen zwischen den Personen einer Großfamilie. Was ist die Großelternrolle im Unterschied zur Elternrolle, im Unterschied zur Tantenrolle, im Unterschied zur Kinder- oder Enkelrolle? Das Rollenbündel zwischen der DFB und den Bundesligavereinen, hochspannend im Übrigen. Das ist die Struktur, wie der deutsche Profifußball organisiert ist. Das sind die Rollen zwischen den finanzstarken Vereinen und dem DFB insgesamt. Und zur Struktur gehört natürlich auch Verflechtung etwa der Benelux-Staaten untereinander, die Verflechtung der internationalen Finanzmärkten. All das sind Strukturen, wobei die Akteure, die Personen, Organisationen und so weiter sind, wir also ein akteursbezogenes Systemmodell haben, die Regeln aber austauschbar sind. Den Finanzmarkt kann man so oder anders konstruieren. Die Benelux-Staaten könnten nach diesen oder nach jenen Regeln zusammenwirken. In einer Familie kann man sich gern haben oder auch streiten. Die Regeln sind austauschbar, die Akteure bleiben die gleichen, aus denen die Struktur besteht. Und Strukturen sind natürlich auch Gefüge von Erwartungen oder sind Gefüge von Verflechtungen, etwa zwischen der in einem Land gelebten Rechtsordnung und der in einem Land gelebten Wirtschaftsordnung. Sie merken, das ist jetzt wieder abstrakter. Es sind Regeln, die miteinander in Beziehung sind. Die Rechtsregeln und die Wirtschaftsregeln oder die Regeln des politischen Lebens und die Regeln des kulturellen Lebens, wie ist das aufeinander bezogen? Die Akteure sind hier austauschbar. Welche Partei, welche Politiker sich wie mit Künstlern umtut und welche Künstler es gerade sind. Das, was eine Kultur ausmachen kann, ist, dass eben Künstler sich in Bezug auf Politik wie folgt und nicht anders verhalten. Also haben wir wieder ein handlungsbezogenes Systemmodell, bei dem die Akteure austauschbar sind und sind auf einer nächsthöheren Abstraktionsstufe. Was haben wir denn noch? Ja, wir müssen doch allmählich den Systembegriff kriegen. Na, was ist denn ein System? Ja, und tatsächlich, da haben wir es. Das, was Sie blau eingekringelt haben, inklusive dem blauen Kringel, genau das ist, was wir meinen, wenn wir von einem System sprechen. Naja, was meinen wir damit genau? Jetzt gebe ich lauter politikwissenschaftliche Beispiele. Man könnte auch technische, biologische und sonstige geben. Systeme sind Familien. Kleinfamilien, Großfamilien. Parteien sind Systeme, also Strukturgefüge. Strukturen aus Akteuren und oder aus Handlungen, je nachdem, worauf man sein analytisches Interesse richtet. Parlamente sind Systeme, Ministerien, Staaten, alles das sind Systeme. Und die internationalen Organisationen oder die Europäische Union oder internationale Unternehmen sind natürlich auch Systeme. Klar, akteursbezogene Systeme. Die Regeln, nach denen die EU funktioniert, werden immer wieder verändert. Die Regeln, nach denen eine Partei funktioniert, kann man verändern, wie das Beispiel der österreichischen ÖVP gezeigt hat. Die Regeln sind austauschbar, die Akteure bleiben die gleichen. Und Systeme sind natürlich auch Verfassungsordnungen. Das Grundgesetz ist ein System von Normen. Eine Rechtsordnung ist ein System. Es gibt das System der kontinentaleuropäischen, im römischen Subsumptionsrecht verpflichteten Rechtskreise, es gibt den angelsächsischen Rechtskreis, der sehr stark Case Law und germanischen Traditionen verbunden ist. Eine Wirtschaftsordnung ist ein System. Ja, und das Kulturleben ist ein System. Die Akteure hier, die sind austauschbar, welche Unternehmen gerade existieren, welche Verfassung es gerade ist. Es ist halt immer, wenn eine Verfassung da ist, eine Verfassungsordnung. Die Akteure sind austauschbar, die
Handlungen und was aus ihnen entsteht an Strukturen, das bleibt. So, was brauchen wir denn noch für Begriffe? Aha, um diese Systeme herum gibt es ja etwas. Und das, was es um die Systeme herum gibt, das nennt sich die Umwelt des Systems. Wobei wir den Begriff der Umwelt von dem der ökologischen Nische oder überhaupt der Nische abtrennen, und zwar wie folgt. Umwelt ist alles, was außerhalb eines von uns betrachteten Systems liegt. Die Umwelt der SPD ist alles, was nicht die SPD ist. Die Umwelt der Bundesrepublik Deutschland ist alles, was nicht die Bundesrepublik Deutschland ist. Der Unterschied zwischen der Umwelt und der ökologischen Nische ist folgendes. Die ökologische Nische ist der Teil der Umwelt eines Systems, der für das System relevant ist, der für das System wichtig ist, mit dem das System in nennenswerten und fühlbaren Dimensionen interagiert. Ganz ohne Zweifel gehört der Saturn zur Umwelt der Bundesrepublik Deutschland. Aber ganz ohne Zweifel gehört der Saturn nicht zur ökologischen Nische der Bundesrepublik Deutschland. Weil ob es den da droben gibt oder nicht, das hat mit dem, wie unser System funktioniert, abgesehen von der Himmelsmechanik und Gravitation und so weiter, relativ wenig zu tun. Und diese Umwelt, beziehungsweise präzise gesagt den relevanten Teil der Umwelt, also die ökologische Nische eines Systems, die betrachten wir in der Regel genau so weit, wie uns die Wechselwirkungen zwischen einem System und der Nische des Systems, der für das System relevanten Umwelt, interessieren. Woher wissen wir, was uns interessiert? Ja, Gott, aufgrund unserer Forschungsfrage. Wir wollen was erfahren, was wissen, deswegen betrachten wir ja etwas in der Wirklichkeit. Und das, was uns aufgrund unseres Erkenntnisanliegens an Interaktionen zwischen System und Nische des Systems interessiert, ja, das werden wir dann eben studieren. Und das ist unabhängig davon, ob es sich um ein akteurs- oder um ein handlungsbezogenes System handelt. Umwelt ist alles, was nicht das System ist. Nische ist das, was für das System in der Umwelt wichtig ist, ganz gleich welchen System, welchen analytischen Systemtyp wir vor Augen haben. So, das Wörterlernen geht weiter. Irgendwas kommt in die Systeme hinein, wie wir vorhin schon gesehen haben. Bitte sehr. Bitte lauter. Zur ökologischen Nische der Bundesrepublik Deutschland gehören die Gewitterstürme, die über Deutschland hinwegbrausen. Zur ökologischen Nische gehört das Klima der Erde. Zur ökologischen Nische der Bundesrepublik Deutschland gehören die internationalen Finanzmärkte, Tokio und so weiter. Zur ökologischen Nische gehört das, was unser amerikanischer Freund und Begründer des Donaldismus betreibt und genauso das, was unser noch größerer Freund in Nordkorea betreibt. Denn sobald er mit Raketen schießt, schaut die Welt ganz anders aus und das dürfte uns sehr betreffen. Klar, was die ökologische Nische der Bundesrepublik Deutschland alles umfasst. Und Sie sehen, wie schön bequem der Begriff der ökologischen Nische ist. Diese ganze Vielfalt von Phänomenen ist präzis ansprechbar, ohne dass man sich den Mund fusselig reden muss, indem man alles exemplarisch aufzählt. So, in Systeme geht etwas hinein, sagten wir und sahen das bei der vorigen Folie, wo ins politische System Forderungen und Unterstützungen eingingen. Das, was hineingeht in ein System, bezeichnet man auf Neuhochdeutsch den Input. Das Wort bitte kommt nur im Singular vor. Es gibt nicht die Inputs, es gibt den Input, der aus verschiedenen Formen und Quellen und Dingen bestehen kann. Was stellen wir uns unter dem Input eines politischen Systems in Übereinstimmung mit den Tatsachen vor? Alles, was in das System aus der Umwelt hineingeht, vor allem an Informationen, an materiellen Ressourcen wie Steuern und Abgaben, an immateriellen Ressourcen wie freiwillige Regelbefolgung, sodass es Repression nicht braucht, ehrenamtliche Partizipation. Alles das, was wir vorhin als Forderungen und Unterstützungen aufgelistet haben, das ist gemeint als Input eines politischen Systems. Und wo was reingeht, geht am Schluss was raus, aber bevor wir das behandeln, schauen wir auf das Wort Responsivität. Das werden wir noch brauchen, wenn wir von politischer Repräsentation reden. Drum jetzt gut einprägen. Was meint Responsivität? Kommt von dem lateinischen Wort respondere, auf etwas antworten. Und Responsivität meint in der Systemtheorie die Fähigkeit eines Systems und wohlgemerkt die praktizierte Fähigkeit, das ins Werk setzen, der Fähigkeit eines Systems Input aufzunehmen. Dass das System offen ist für Wünsche von Bürgern, für Anregungen von Wissenschaftlern, dass die
jenigen, die das politische System betreiben, nicht sagen, ihr seid alle zu blöd und ihr habt keine Ahnung und wir sind klug und weise und euch braucht man gar nicht, denn die richtige Politik machen ohnehin wir. Ein solches System ist irresponsiv. Eines, das freie öffentliche Meinung unterdrückt, freie Bildung von Parteien, freie Diskussion, auch unerwünschte politische Standpunkte unterdrücken, beseitigen, nicht an sich herankommen lassen will. Responsivität ist also die Fähigkeit eines Systems, Input aufzunehmen. Ferner, es nutzt ja nichts, wenn ich als System Input aufnehme, mich informiere und dann passiert nichts. Responsivität meint zweitens die Fähigkeit eines Systems, auf Input zu reagieren. Also etwas zu tun mit den Informationen, seine Politik zu verändern, seine Ziele zu verändern, seine Argumente zu verändern, seine Struktur zu verändern, etwa durch Neugründung von Behörden. Früher gab es keine Umweltministerien. Dann begriff man, dass sie hilfreich wären und gründete solche. Auf Input reagieren kann man auch durch die Veränderung von Regeln und Prozessen. Irgendwann hat die Gesellschaft signalisiert, dass ein ganz großes Problem in Deutschland darin besteht, dass Menschen, die weder klar Männer noch klar Frauen sind, nirgendwo eine Stelle finden, wo sie anständig auf die Toilette gehen können. Ja, weswegen man dann Unisex-Toiletten einführt, beziehungsweise die Aufschriften Mann und Frau abnimmt. Dann hat man Regeln verändert, im ironischen Fall. Im weniger ironischen Fall, es merkt dieses Land, dass es eine klare Einwanderungspolitik braucht und dass die nicht vom Himmel fällt, sondern nur aus Diskussionen über ein Einwanderungsgesetz sich ergeben werden. Und sehr wahrscheinlich werden wir im Laufe der nächsten 4 Jahre endlich, 3 Ausrufezeichen, ein im Konsens des größten Teils der politischen Klasse verabschiedetes Einwanderungsgesetz bekommen, weil eben aus der Gesellschaft signalisiert wird, dieses Dahintreiben lassen wäre nicht länger von vielen Leuten akzeptiert. Und auf Input reagieren meint auch, dass ein System seinen Umgang mit der Umwelt verändert, dass es anders als zuvor auf seine Umwelt einwirkt, etwa indem ein politisches System neue Akzente in seine Außenpolitik setzt. Lange Zeit galt in Europa es als gewährleistet, dass künftig nur noch Frieden herrscht und dass man keine Armeen mehr braucht. Deswegen wurde die Friedensdividende nach dem Ende des Kalten Krieges eingestrichen. Und irgendwann glaubt eine europäische Regierung zu bemerken, dass es doch ganz nützlich sein kann, mit militärischer Macht irgendwo intervenieren zu können und folglich man die Anzahl der funktionierenden Panzer und der nicht abstürzenden Hubschrauber auch in Deutschland erhöhen sollte. Ja, das meint Veränderung dessen, wie das System auf seine Umwelt einwirkt, nämlich sich fit zu machen für militärische Machtprojektion oder ein System verändert seine Umweltpolitik. Die Chinesen haben zurzeit ein großes Programm der Dekarbonisierung, weil die Umweltschäden in den Ballungsgebieten und was ist dort eben kein Ballungsgebiet, gigantisch sind. Was vor 30 Jahren noch nicht als politikwürdiges Ziel galt und wer behauptet, es gäbe Probleme, wanderte noch in den Knast. All das meint Responsivität und Sie sehen, dass in der Fähigkeit von Systemen zur Responsivität die Pointe ihrer Stabilität steckt. Nur durch Responsivität erhält man sich in Korrelation sozusagen mit seiner Umwelt. Weiter geht das Wörterlernen in vorhersehbarer Weise. Wenn es Input in ein System gibt, dann geht auch irgendwas raus und das nennt sich eben der Output. Bitte auch nur im Singular. Nicht von den verschiedenen Outputs von Systemen sprechen, sondern von dem Output sprechen, der eben verschiedene Formen annehmen kann. Output ist alles, was aus einem betrachteten System in dessen Umwelt hinausgeht. Beim politischen System sind das Entscheidungen über einzuschlagende Entwicklungspfade. Wollen wir so ein Einwanderungsgesetz oder ein anderes? Entscheidungen über die Verteilung knapper Ressourcen. Wollen wir Butter oder Kanonen? Oder wohin geht das Geld, das wir dadurch einspannen, dass die Europäische Zentralbank eine Nullzinspolitik macht? Geht das in die Finanzierung von Migranten oder geht das in die Finanzierung von öffentlicher Infrastruktur? Das sind Entscheidungen, die dann zu machen sind, wenn eben Verteilungskonflikte auftreten, wie sie für Politik nun einmal typisch sind. Und raus geht aus dem politischen System Gesetzgebung. Es werden Normen gesetzt und vielleicht sogar durchgesetzt. Der Sammelbegriff für das, was aus einem politischen System rausgeht, ist Führung, politische Führung über die Zuteilung von Ressourcen, über das Erlassen und Durchsetzen von Normen. Das ist der Output des Systems. Ja, brauchen wir denn noch Begriffe? Ja, ehrlich gesagt schon noch. Der nächste Begriff, den wir brauchen, ist jener der Transformation oder der Adaptation, was Verschiedenes meint. Transformation sind Veränderungen innerhalb eines Systems,
die irgendwas mit der Umwelt und ihren Anforderungen zu tun haben. Adaptation ist die Veränderung der Strukturen eines Systems, in Relation zu seiner Umwelt. Schauen wir uns die Sache konkret an. Transformation meint die Umsetzung von Input in Output, etwa die Umsetzung von Bevölkerungspräferenzen, die sich in Wahlen ausdrücken, in konkrete Politik. Das ist das, was wir in den nächsten Wochen und Monaten in Deutschland erleben werden. Die Wahlen brachten eine neue Regierungskoalition hervor, welche auch immer das sein wird, und diese wird auf bestimmten Politikfeldern eine andere Politik machen als die alte Regierung. Es werden bei Wahlen zum Ausdruck gebrachte Bevölkerungspräferenzen in Politik umgesetzt. Und wenn nicht, ja, dann entsteht eben oder wächst eine Protestpartei. Transformation meint auch konkrete Reaktionen auf außenpolitische Herausforderungen. Also irgendwelche Staaten behaupten, sie hätten plötzlich Wasserstoffbomben und auch noch Interkontinentalraketen. Ja, dann müssten Regierungen irgendwie sich dazu verhalten. Ich meine, eine Möglichkeit ist, dass man sagt, wir glauben euch nicht, ihr blufft doch nur. Die andere Möglichkeit ist, dass man sagt, na ja Gott, so ein, zwei Wasserstoffbomben jedes halbe Jahrhundert verträgt dieser Globus, sollte doch mal. Und andere Aktionen können dann eben auch ganz anders aussehen. Und zur Transformation gehört auch die politische Alltagsarbeit, die eben darin besteht, Interessen auszugleichen, Mehrheiten zu beschaffen für Parlamentsentscheidungen und überhaupt Entscheidungen herbeizuführen. Denn Regierungen drücken sich gerne vor Entscheidungen, weil sie oft mit Widerstand verbunden sind, den zu überwinden psychische und physische Kraft kostet. Also Transformation ist die Umsetzung von Input in Output, das vollzieht sich in einem System. Adaptation meint, dass man seine Systemstrukturen an veränderte Nischenbedingungen oder veränderte Umweltbedingungen anpasst. Etwa, indem man in einem System begreift, die bisherige Behördenstruktur funktioniert nicht mehr richtig. Wir müssen die und die getrennt vor sich hin werkelnden Verwaltungen zusammenfassen. Oder wir müssen ein gigantisches Ministerium in zwei oder drei Ministerien aufteilen, damit wieder effizient die Tätigkeit des Ministeriums geleitet werden kann. Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern, das ist Adaptation. Sie haben das gerade am FC Bayern München erlebt. Mit dem alten Trainer haben die die Spiele verloren, folglich machen die den Rücksturz in die Vergangenheit und haben zumindest einmal wieder gewonnen. Weiterbildungsmaßnahmen von Führungspersonal und Mitarbeitern, damit sie auf neue Herausforderungen besser reagieren können. Veränderung von Informationsflüssen, welche Informationen sammeln wir, wer kriegt sie, wie gefiltert. Veränderung von Verantwortlichkeitsketten, wer berichtet an wen und wer übernimmt die Verantwortung für welche Entscheidungen. All das gehört zur Adaptation und ist das tägliche Brot von politischer Führung. Diese komplizierte Maschine des Politikmachens, sie muss ständig neu eingestellt, neu geölt, neu umgebaut, auf neue zu bewältigende Aufgaben adaptiert werden. Und der nächste Begriff, der hat mit diesem Fall zu tun. Wir sprachen vorhin von rekursiver Kausalität, von Rückkopplung und genau darum geht es hier. Dieser Pfeil trägt an seinem Anfang zumindest und am Ende auch den Namen Outcome. Outcome ist was anderes als Output. Outcome ist die Auswirkung des Outputs eines Systems, die Folgen des Outputs eines Systems, und das ist zu differenzieren, einesteils nach den geplanten Folgen, nach den erwarteten Folgen. Wir haben neue Maschinen im Unternehmen gekauft, um die und die Kundenwünsche besser erfüllen zu können. Und folglich werden wir es wettbewerbsfähig. Ach, um Gottes Willen, die Kunden verlangen das gar nicht mehr, was wir mit den neuen Maschinen wunderbar herstellen können. Und wir müssen trotzdem die Investitionskosten wieder reinkriegen. Der Markt hat sich verändert. Wir haben für vergangene Marktsituationen investiert. Wie blöde. Naja, das ist dann nicht eine geplante und erwartete Folge, sondern da schlägt die Wirklichkeit zurück. Das sind die ungeplanten, die unerwarteten Nebenwirkungen geplanter Handlungen. Und typisch für Politik ist, dass das meiste von dem, was man zu bewirken versucht, nicht bewirkt wird und dass die Nebenwirkungen dessen, was man tut, viel wichtiger sind, viel folgenreicher sind als das, was man erreichen wollte. Der Output ist das eine, der Outcome, was daraus wird, das andere. Ein amerikanischer Präsident mit Vornamen Donald praktiziert das soeben. Er möchte sozusagen Atompolitik sozusagen mit Großmachtsgeste betreiben und droht an, dass er den und den Vertrag kündigt, in der Hoffnung, dass andere Staaten dann gefügig werden. Sagt, er wird das Atomabkommen mit dem Iran kündigen und dann werden die in Nordkorea wahrscheinlich bereitwilliger sein, einen neuen Vertrag zu machen. Hä?
Na, wahrscheinlich nicht. Das eine erwartet er als Folge seiner Drohpolitik, aber das Unerwartete, die Nebenwirkungen werden eintreten und sind auch schon eingetreten und werden den Pfad der künftigen Entwicklung prägen. Meine Lieben, Sie müssen sich wirklich klar machen, dass Politik so komplex ist, dass es sehr selten ist, wenn politische Maßnahmen genau das erreichen, was sie erreichen sollen. Also wenn das, was ich über meinen Output erzielen will, sich als Auswirkung, als Outcome tatsächlich einstellt, das ist wie ein Sechser im Lotto. Die meisten politischen Maßnahmen haben ganz hässliche Nebenwirkungen. Und sie haben sie umso mehr, wenn der Output auf der Grundlage von Ideologie produziert wird. Also wenn jene, die für das Handeln und das Entscheiden zuständig sind, sich die Welt um ihr System herum anders vorstellen, als diese Welt beschaffen ist, wie es der amerikanische Präsident zu machen scheint. Ideologie führt mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit zu ungeplanten und unerwarteten Folgen des eigenen geplanten Handelns. Deswegen ist es so unsäglich dumm, bei ideologischen Annahmen zu bleiben, statt sich zu jeder Ideologie inklusive der von einem selbst bevorzugten kritisch zu verhalten. Also grundsätzlich zu hinterfragen, ist das, wie ich die Welt sehe und was ich denke, wirklich richtig? Könnte nicht auch Andersdenkende recht haben? Könnte nicht genau die gegenteilige Meinung zu meiner die richtige sein? Nur auf diese Weise kann man die Umwelt rechtzeitig in die Kalkulationen der systeminternen Entscheidungsbildung einbauen und wundert sich dann nicht darüber, dass das, was man mit seinem Output bewirken wollte, in der Wirklichkeit einen ganz anderen Outcome hat, als man sich das wünscht. Es geht also das Output erzeugen und das sich anpassen an eine Umwelt immer einher mit dem Versuch, den Outcome zu prägen, so zu prägen, dass das System von dem Outcome etwas hat. Und diesen Prozess bezeichnet dann der nächste Begriff, jener der Steuerung. Wo der Input herkommt, ist ganz egal. Ob er aus dem System kommt, ob er aus der Umwelt des Systems kommt, ob er aus einer bislang irrelevanten Umwelt kommt. Ich meine, wenn demnächst die Klingonen die Erde erobern, ja, dann werden die Teil unserer ökologischen Nische. Bislang sind sie es nicht. Und vielleicht gibt es sie ja auch gar nicht. Also woher der Input kommt, ist ganz egal. Er richtet aber in dem System etwas an. Und darauf reagiert man entweder responsiv oder gar nicht und lässt die Dinge laufen. Beides kann richtig oder falsch sein. Im Nachhinein weiß man es, im Vorhinein so gut wie nie. So, Steuerung ist der nächste Begriff. Steuerung meint ein Dreieck, eine Dreifaltigkeit, eine Triade. Steuerung meint, dass man zweckbezogene Inputaufnahme betreibt, also Expertengutachten anfordert mit Hinweisen auf Lösung eines Problems, dass man anschließend zweckgerichteten Output erzeugt, etwa auf der Grundlage der eingeholten Information, erlässt man eine Rechtsverordnung, die hoffentlich die Probleme löst, die man zu lösen wünscht, sodass ein Outcome entsteht, dessen Auswirkungen in der Umwelt des Systems genau zur Erreichung der angestrebten Ziele zu führen verspricht, nämlich zur Lösung jenes Problems, das zu politischen Interventionen Anlass gab. Das ist Steuerung. Informationen einholen, Output erzeugen, hoffentlich nicht ideologisch, also so, dass am Schluss genau das rauskommt und bewirkt wird, was man zu bewirken versucht. Das nennt sich politische Steuerung, wird angestrebt und funktioniert meistens nicht. Bitte. Bei der Adaptation baut das System sich so um, dass es besser in der Lage ist, den Output so zu machen, dass der Outcome dem entspricht, was man erreichen will. Leute, die von ihrem Geschäft nichts verstehen, die schickt man auf Fortbildung. Politiker, die eine Politik machen, die die Bevölkerung empört oder die Nachbarstaaten gegen einen aufbringt, die schickt man in den Ruhestand oder wählt man ab. So passt man sich der Umwelt und ihren Herausforderungen an, in der Hoffnung, dass man als das System dann unbeschadet durch eine Umwelt durchsteuert,
die man vielleicht auch sogar noch seinerseits so modifizieren kann, dass sie zu dem passen, wie man es denn gerne hätte. Die Bundesrepublik Deutschland hat irgendwann eingeführt Parlamentsgremien, die die Europapolitik der Bundesregierung kontrollieren konnten. Schon in den 1970er Jahren hat der Deutsche Bundesrat eine EU, damals noch EG-Kammer, eingeführt. Es gab vor ungefähr 5 Jahren Reformen im Bundestag, welche den Bundestag mitsteuerungsfähig machen beim europäischen Entscheidungsprozess, weil nämlich in Deutschland bemerkt worden war, dass die Exekutive in europäischen Fragen sich über das, was die politischen Parteien und die Bevölkerung wünschen, leicht hinwegsetzen kann. Adaptation bestand darin, neue Kontrollgremien im Bundestag zu schaffen, in der Hoffnung, dass die Bundesregierung, wenn sie in europäischen Dingen regiert, keine solchen Dinge mehr tut, die am Schluss von der deutschen Bevölkerung und den deutschen Parlamenten nicht gerne gesehen werden. Sie gucken immer noch sehr irritiert. Die Steuerung ist, dass die Bundesregierung ein immer engeres Zusammenwachsen Europas will. Und folglich wünscht sie auf europäischer Ebene Willensbildungsprozesse, bei denen auch mit Mehrheit entschieden wird. Damit die Bundesregierung bei ihren europäischen Politikvorhaben nicht von dem abhebt, was der Deutsche Bundestag zu akzeptieren bereit ist, braucht der Bundestag Kontrollgremien. Diese Kontrollgremien fehlten lange. Um die Bundesregierung nicht freihändig in europäischen Dingen agieren lassen zu können, hat der Bundestag sich der Einbettung der Bundesrepublik Deutschland in die Europäische Union in der Weise adaptiert, dass er sich in europapolitischen Dingen kontrollfähig machte. Alles klar? Danke für die Nachfragen. So, und jetzt kommt der Begriff, den wir vorhin eingeführt haben, das ist der Begriff der Rückkoppelung, was lediglich das deutsche Wort für rekursive Kausalität ist. Rekursiv heißt vom Ende her wieder auf den Anfang zurücklaufend. Sie kennen das zum Beispiel, wenn irgendwelche Beschallungsanlagen nicht funktionieren. Der Ton, der ins Mikrofon hineingeht, kommt beim Lautsprecher heraus. Vom Lautsprecher wird er über das Mikrofon eingefangen, wird er verstärkt und am Schluss haben wir ein furchtbares Dröhnen und Pfeifen. Jeder hält sich die Ohren zu und man wartet darauf, dass jemand den Regler runterdreht oder den Stecker zieht. Das ist das am meisten bekannte Beispiel für positive Rückkopplung, für rekursive Kausalität. Allgemein meint rekursive Kausalität die Rückwirkung der Umwelt, weil sie nämlich verändert worden ist durch Outputs eines politischen Systems. Die Rückkopplung der Umwelt verändert durch Output des Systems als veränderten Input in das System hinein, sodass das politische System nun auf Dinge, die es in die Welt gesetzt hat, reagieren muss. Beispiel: Das tausendjährige Reich beschloss, dass es territorial ungesättigt ist und neuen Lebensraum im Osten zu erobern hat. Und alle anderen Staaten waren Feinde des aufstrebenden Großdeutschen Reiches. Dann brachen die Nazis einen Krieg nach dem anderen vom Zaun. Und irgendwann kehrte dieser Krieg nach Deutschland zurück, als Bombenkrieg und in Gestalt der Besatzungsarmeen. Das ist rekursive Kausalität. Man bringt Krieg in die Welt und der Krieg holt einen ein und ruiniert einen. Rekursive Kausalität mit letalem Ausgang sozusagen. Und daraufhin reagierte dann das System wiederum, als die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, fingen sie an, sich zu verstehen als eine Friedensmacht, als einen Staat, der nie wieder Krieg führen will und im Grunde auch keine Armee haben will. Und in Gestalt des in Deutschland sehr starken Pazifismus wirkt dieser Output des Nazireiches, dessen Outcome die Zerstörung Deutschlands gewesen ist, auf das politische Funktionieren unseres Systems bis heute ein. Ob das gut oder schlecht ist, ist ja gar nicht die Frage. Ich hoffe, Sie sehen an dem Beispiel, was rekursive Kausalität meint. Und Sie meinen sehr Wichtiges. Als Folge von solcher Rückwirkung der Umwelt eines Systems auf das System und was es tut, kann es weitere Veränderungen in der Nische, in der Umwelt des jeweiligen Systems geben. Beispiel: Eine Regierung beschließt, dass die wirtschaftliche Leistungskraft dadurch gesteigert wird, wenn man die Industrie verstaatlicht. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Staates sinkt anschließend. Daraus schließt man, dass einfach noch nicht genügend staatliche Leitung da ist. Man muss die letzten Restbestände an bourgeoisen Wirtschaftsführern entfernen
und durch getreue Parteileute ersetzen. Dann sinkt die Wirtschaftsleistung weiter und folglich kriegt man raus, dass man noch nicht genügend konzentriert hat. Man muss dann große Kombinate errichten. Ja, und irgendwann kann so ein System zusammenbrechen. Und ich hoffe, Sie haben gemerkt, dass mein Beispiel kein vollständig fiktives gewesen ist. Als Folge dieser Folgen, ja, verändert sich eben wieder die Umwelt des Systems. Es werden andere Steuerungsmaßnahmen möglich. Und im schlimmsten Fall manövriert sich so ein System in eine Sackgasse, wie die Wirtschaften der sozialistischen Staaten in Sackgassen manövriert wurden. Oder wie die kriegerische, verbrecherische Außenpolitik des Nazireiches Deutschland in eine Katastrophe geführt hat. Dann war der Krieg vorbei, als Deutschland mit der Nazimacht, also die Nazimacht in Deutschland beseitigt und Deutschland besiegt war. Im Besonderen beim politischen Systemen meint Rückkopplung, meint rekursive Kausalität die Reaktionen der Regierten oder anderer Systeme auf den Output eines politischen Systems. So. Das, was wir jetzt im Iran an Politik, in Reaktion auf amerikanische Politik sehen, das ist eine Rückwirkung auf die Spielzüge amerikanischer Politik. Die Rebellion gegen den Westen ist ganz wesentlich, die Rebellion gegen den Westen in den muslimischen Staaten ist ganz wesentlich die Rückwirkung der Versuche, über Einmärsche in Afghanistan und im Irak und über das Zerbomben Libyens friedliche Verhältnisse dort zu schaffen. Das misslang, veränderte die Umwelt, in der wir Außenpolitik zu machen haben, ja sogar große Teile unserer Innenpolitik. Etwas hat Folgen in der Umwelt. Die Umwelt verändert sich als Folge eigener Politik und wird zur Vorbedingung sich verändernder oder gleichbleibender und sich dann entsprechend auswirkende eigene Politik. Also aus Politik entstehen neue Umweltbedingungen, neue Nischenbedingungen. Aus der veränderten Umwelt entsteht neuer Input, auf den es zu reagieren, durch Transformation, durch Adaptation. Und am Ende können Strukturveränderungen stehen, im schlimmsten Fall der Systemzusammenbruch, im besseren Fall Systemreformen und im weiteren veränderter Output, idealerweise mit einem Outcome, der das erzeugt, was wir innenpolitisch auf einer der früheren Folien Legitimität genannt haben. Denken Sie zurück an die Folie mit dem politischen System, Kreislaufprozess, Forderungen, Entscheidungen, Auswirkungen, Unterstützung und das kreist, das erzeugt Legitimität. Das ist ein Rückkopplungsprozess, der zur Stabilisierung des Systems führt. Und wenn das System keine Entscheidung trifft, korrupte Verwaltungen hat, nicht auf die Bürgerwünsche reagiert, dann entsteht ein Zustand der Illegitimität, der eine Zeit lang über Repression aufrechterhalten werden kann. Und wenn die Ressourcen für die Repression nicht mehr reichen, naja, dann kracht das System zusammen. Bei dieser Rückkopplung sind zwei Grundformen zu unterscheiden, die aber alltäglich bekannt sind. Das eine ist die positive Rückkopplung. Der Kreislaufprozess von Output, Outcome, Input, Transformation und so weiter wird verstärkt. Etwa haben die Italiener lange Zeit auf die dort grassierende Inflation durch Gehaltserhöhungen reagiert, die natürlich ihrerseits die Inflation weiter ansteigen lassen. Negative Rückkopplung meint, dass man den Kreislaufprozess aus Output, Outcome, neuem Input, Transformation und Systemadaption, dass man diesen Kreislaufprozess abschwächt. Etwa, wenn es irgendwo Inflation gibt, verknappt die Zentralbank die Geldmenge. Kredite werden teurer. Und auf diese Weise wird die Geldmenge reduziert und Reduktion der Geldmenge meint, dass Inflation sich abschwächt, weil nicht mehr so viel Geld da ist und folglich können höhere Preise nicht mehr am Markt durchgesetzt werden. Das ist negative Rückkopplung. Und dann gibt es noch das, was man nennt den stationären Prozess. Der bestehende Kreislauf wird so, wie er ist, aufrechterhalten. Also Inflation vermeidet man durch Zurückhaltung bei Gehaltserhöhungen und durch eine restriktive Geldmengenpolitik, was lange Zeit das Credo der Deutschen Bundesbank gewesen ist. Oder bei politischen Systemen ist ein stationärer Prozess da, wenn es Legitimität gibt bei einem politischen System, das sich stets neuen Umweltherausforderungen durch Responsivität anpasst. Das sind die Formen von Rückkopplung und im Grunde haben wir damit die Sprache der Systemtheorie auf elementarem Niveau zur Kenntnis genommen. Achtung, was ist denn ein System? Naja, das ist das, was der Beobachter festlegt als sein System, das er untersuchen will. Ob ich ein handlungszentriertes System oder ein akteurszentriertes System untersuche, das hängt von meiner Forschungsfrage ab.
ob ich die Bundesrepublik Deutschland untersuche oder die SPD untersuche oder das deutsche Parteiensystem mit seinen konkurrierenden Parteien untersuche, ja, das hängt von meiner Forschungsfrage ab. Im einen Fall ist die gesamte BRD das untersuchte System, im nächsten Fall ist nur die SPD das untersuchte System, im dritten Fall sind alle deutschen Parteien mit ihren Interaktionen das untersuchte System. Der Beobachter, der Forscher legt die Systemgrenze fest. Er legt fest, was er als Input, als Output, als Umwelt, als System betrachtet. Das kann von dem abweichen, wie sich die Welt normalerweise einem naiven Beobachter darstellt. Luhmann zum Beispiel hat gesagt, dass bei sozialen Systemen Menschen nicht zum System gehören, sondern die Umwelt des Systems sind. Klingt ganz paradox. Aber in einem handlungszentrierten Systemmodell, welches das Luhmannsche Systemmodell ist und bei mir grün unterlegt war, bei einem solchen Modell sind natürlich konkrete Personen die Umwelt des Systems und deswegen austauschbar. Aber ob Sie nun Personen als Umwelt betrachten oder als Teile des Systems, das hängt von Ihrer Forschungsfrage, vom Erkenntniszweck ab, von der Perspektive, in der auf den Gegenstand zu blicken für Ihren Erkenntniszweck die angemessene ist. So, Denken in rekursiven Kausalitäten, in Rückkopplungsschleifen. Nochmal zusammengefasst, damit die fragenden Gesichter an Anzahl abnehmen. Der Gedanke startet damit, eine Folge ist nicht ihrerseits folgenlos. Die Umwelt eines Systems ist einesteils das Ergebnis des Outputs des Systems, also die friedliche Europäische Union ist das Ergebnis des Outputs der europäischen politischen nationalstaatlichen Systeme und andernteils ist die Umwelt eines Systems ein Mitverursacher von Input. Das, was sie auf europäischer Ebene tut, ist ein großer Teil des Inputs unseres politischen Systems. Die von einem System geschaffenen Umweltbedingungen, etwa die Schaffung der Europäischen Union als Umgebung unseres Landes, prägen die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten des Systems. Wenn politische Parteien ein Verhältniswahlrecht in einem Land einführen, dann prägt das ihre Entwicklungsmöglichkeiten. Nun mögen die ersten Einwirkungen eines Systems auf seine Umwelt oder Nische ganz zufällig sein. Also aus irgendwelchen Gründen entscheidet man sich in einem Staat für ein Mehrheitswahlrecht, wie es die Briten haben. Ganz zufällig, hätten sie auch anders machen können. Aber wenn mal eine bestimmte Entscheidung getroffen ist, als eine bestimmte initiale Systemstruktur da ist und sich dann Wechselwirkungen zwischen System und Umwelt einstellen und sich stabilisieren, dann ist die Weiterentwicklung dieses Systems nicht mehr in beliebige Richtungen möglich. Sobald ein Staat ein Mehrheitswahlsystem hat wie in Großbritannien, ist die Wahrscheinlichkeit für das Entstehen von neuen Parteien extrem, extrem reduziert. Da braucht es schon gewaltige Nischenveränderungen wie Ärger über die Europäische Union, dass neue Parteien entstehen können. Die Ausgangsentscheidung kann ganz zufällig sein, aber weil die Folgen des Handelns eines Systems, das eine bestimmte Entscheidung getroffen hat, die Umwelt verändern und die Umwelt dann wieder prägend auf das System einwirkt, ein Wahlrecht auf die Entwicklung des Parteiensystems zum Beispiel, entsteht dann eine ziemlich geordnete Interaktionsstruktur zwischen System und Umwelt. Bestimmte Entwicklungen werden dann weniger wahrscheinlich als andere. Und so entsteht das, was man Pfadabhängigkeit nennt. Entscheidungen von gestern prägen Möglichkeiten von heute, Entscheidungen von heute prägen Möglichkeiten von morgen. Man ist an einer Stelle frei zu entscheiden, aber den Folgen der Entscheidung kann man nicht mehr ausweichen, weil sich inzwischen die Interaktionsmuster zwischen System und Umwelt so stabilisiert haben, dass man nicht mehr aus diesem Pfad herauskam. Und das heißt, es ist genau rekursive Kausalität, die bestimmte Entwicklungsrichtungen wahrscheinlicher macht als andere Richtungen, die am Anfang genauso wahrscheinlich gewesen wären. Es ist genau die rekursive Kausalität, das Zurückwirken der Handlungen des Systems auf seine eigenen Handlungsmöglichkeiten. Es ist genau das, was Ordnung in die Geschichte bringt, was Ordnung in politische Abläufe bringt, wo nicht mehr alles frei nach Wunsch und Willen möglich ist, sondern man sich etwa einen Rechtsstaat zugelegt hat mit einem starken Verfassungsgericht und schwuppdiwupp können Regierungen nicht mehr tun, was sie wollen. Also rekursive Kausalität bringt Richtung in die Systemevolution. Und jetzt brauchen wir noch einen Gedanken dazu.
um unser Systemdenken zu komplettieren. Wie kommen denn neue Systeme in die Welt? Blickt man auf Systemevolution im technischen, im biologischen, im sozialen Bereich, ist es so, dass neue Systeme in der Regel dort entstehen, wo ein System mit seiner Umwelt interagiert, die Interaktionen eine bestimmte Stetigkeit und Frequenz und Wichtigkeit angenommen haben und es sich im Sinn funktionaler Arbeitsteilung als wirkungsvoll erweist, für bestimmte Austauschprozesse zwischen System und Umwelt neue Organisationen, neue Institutionen, also neue Systeme zu schaffen. Neue Systeme entstehen an der Grenze zwischen System und Umwelt oder wenn man schon mehrere Systeme hat, entstehen neue Systeme zwischen Systemen, zwischen interagierenden Systemen. Schönes Beispiel, die Entstehung des Rates der Europäischen Union. Die Nationalstaaten interagieren, zunächst im Wesentlichen als normale Nationalstaaten und die Europäische Kommission regiert da irgend sonst etwas zusammen. Irgendwann beschließen die Staats- und Regierungschefs, wir müssen uns auch persönlich öfters treffen. Das fängt an 1969 in Rambouillet. Da sagen die Staats- und Regierungschefs, das war schön, dass wir mal ohne die ganzen Eurokraten so wirklich von Staat zu Staat reden konnten. Und schwuppdiwupp wurde zwischen den Staaten der Europäischen Union jenes Gremium installiert, in schrittweisen Prozessen, das wir heute als Europäischen Rat kennen und wo so alle heiligen und unheiligen Zeiten ein Auftrieb sämtlicher europäischer Staats- und Regierungschefs entsteht. Ein neues System entstanden zwischen bestehenden Systemen. So etwas nennt sich Ausdifferenzierung von Systemen. Wenn die Ausdifferenzierung gleichsam nach oben geht, wenn verschiedene Systeme sich ein Obersystem schaffen, dann nennt sich das ein Suprasystem. Und wenn Staaten in sich für ihre Funktionserfüllung neue Teilsysteme einrichten, so wie die europäischen Staaten irgendwann Parteien und Verbände ausgebildet haben, als sie nämlich Wahlen durchzuführen hatten seit dem 19. Jahrhundert, dann nennt sich das Ausdifferenzierung nach unten und das Entstehen von Subsystemen. Und all das Zeug entsteht über rekursive Rückkopplung. Deswegen ist die Systemtheorie sehr hilfreich, um sehr komplexe Prozesse auf sehr abstrakte, aber dennoch unmittelbar die Wirklichkeit adressierende Weise quer über die unterschiedlichsten Systemtypen anzusprechen. Und genau zu dem Zweck ist ja vor knapp 100 Jahren von einem berühmten Wiener Biologen die Systemtheorie auch entwickelt worden, die sich dann außerhalb der Biologie überall in den Wissenschaftszweigen als eine sehr nützliche Beschreibungssprache und Denkstruktur durchgesetzt hat. Das Problem bei der Politikwissenschaft ist, dass dort die Systemtheorie meistens nur als Beschreibungssprache rezipiert wird. Naja, statt Staat sagen wir System, statt Wahl sagen wir Input, statt Demonstration sagen wir Input, statt Gesetz sagen wir Output und damit haben wir irgendwas gekonnt. Überhaupt nichts hat man gekonnt dadurch. Die Systemtheorie wird erst dann wertvoll, wenn man sie nutzt, um in rekursiven Kausalitäten, in Rückkopplungsschleifen, die zur Ausdifferenzierung von Systemen und zum Prägen von Entwicklungspfaden in ansonsten zukunftsoffenen Strukturgefügen führen. Erst dann macht man von ihr den rechten Gebrauch. Der stellt sich aber nur durch Üben ein. Deswegen meine Aufforderung an Sie, denken Sie anhand dieser Folie ein oder zwei konkrete politische Strukturbildungsprozesse durch. Die Entstehung des Deutschen Reiches 1870, die Entstehung der Europäischen Union, den Zerfall der Sowjetunion, irgendetwas. Denken Sie das anhand dieser Folie durch. Und Sie fangen an, von Politik mehr zu verstehen als nur die Oberfläche. Über Ausdifferenzierung von Systemen, nach unten haben wir gesprochen, nach oben auch. Da müssen wir nichts weiter sagen. Das, was wir noch einführen müssen, ist der Begriff der Funktion. Es ist ein zentraler Begriff der Systemanalyse und eigentlich gar nicht schwer zu begreifen. Es fängt wie alles oder wie das meiste mit Zylindern an. Dieses Zylinderchen ist ein System. Wie jedes anständige System steht dieses System in einer Umwelt, in einem Suprasystem. Dieses Suprasystem macht Inputs in das System. Es setzt dem System Rahmenbedingungen. Es gibt materielle Ressourcen, immaterielle Ressourcen. Es macht klar, wofür das System etwas bekommt, etwa eine Firma. Für welche Nachfragestrukturen kann man denn Produkte produzieren, wenn man sie verkaufen will. Und umgekehrt entlässt das System Output in seine Umwelt. Es erbringt in der hier zu verwendenden Sprache Leistungen für das Suprasystem.
Eine Partei erbringt die Leistung, Wahlen zu organisieren und mit angebotenem Personal zu bestücken. Eine Brille erbringt die Leistung als Subsystem eines dann etwas komplexeren Körpergefüges, die Sehkraft zu verbessern. Funktionen sind Leistungen, die Subsysteme für Suprasysteme erbringen. Funktionen sind nichts anderes als Leistungen, die Subsysteme wie Parteien, Verbände, Parlamente, Staaten für Suprasysteme erbringen, wie Staaten, internationale Gemeinschaften, Finanzmärkte und so weiter. In der Soziologie gab es eine lange Zeit modische und leider Gottes nicht mehr ganz so modische Theorieperspektive, genannt Strukturfunktionalismus, wo sehr sorgfältig untersucht worden ist, wie Strukturen und Funktionen interagieren und in welchen rekursiven Rückkopplungsprozessen sich die komplexen Strukturgefüge einer modernen Gesellschaft aufbauen. Der Champion des Strukturfunktionalismus war Talcott Parsons. In Deutschland hat Niklas Luhmann im Grunde die Betrachtungsweise umgedreht und den Funktionsstrukturalismus erfunden. Ausgehend von Funktionen, die erfüllt werden müssen, wurde dann gedacht, welche gesellschaftlichen Teilsysteme, welche Funktionen, also Dienstleistungen für das Ganze erbringen können. Und der Funktionsbegriff ist extrem nützlich, um komplexe Interaktionen zwischen Systemen zu verstehen. Und das tut man umso besser, je mehr man in der Lage ist, verschiedene Arten von Funktionen auseinanderzuhalten. Wir haben zwei verschiedene Gruppen von Funktionen, die jeweils in zwei Teile zerfallen. Und es gibt dann eine Vierfelderwirtschaft. Also, anhand von zwei Variablen werden wir jetzt vier Funktionen voneinander unterscheiden. Es gibt manifeste Funktionen. Was ist denn das? Das sind Funktionen, die beabsichtigt sind, die leicht erkennbar sind. Eine Universität hat als ihre manifeste Funktion, junge Leute zu bilden oder auszubilden. Dafür ist sie nach ihren Leitideen da. Und das Gegenstück oder das Gegenteil von manifesten Funktionen sind latente Funktionen, von lateinisch latere, verborgen sein. Das sind Funktionen, die ursprünglich nicht beabsichtigt waren, die so als Nebenwirkung entstanden, die man ab und zu auch nur mit analytischer Anstrengung erkennen kann. Beispiel Universität, als es noch sehr viele junge Leute gab und die keine Lehrstellen fanden, wurde es zu einer wichtigen Funktion von Universität, so viele Leute, nachdem man sie mit Abitur versehen hatte, in verschiedene Studiengänge einzuschreiben, sodass nicht auffiel, dass viele Leute keine Lehrstelle bekamen. Die studierten alle. Mit Erfolg die allerwenigsten, aber sie waren vom Arbeitsmarkt weg und folglich war Entwarnung gegeben. Die latente Funktion von Universität war lange Zeit die Befreiung des Arbeitsmarktes von jungen Leuten, die keine Arbeitsstellen fanden. So gibt es noch viele latente Funktionen und sie zu entdecken, wird uns eine Freude im Laufe des Semesters sein. Die zweite Unterscheidung von Funktionen ist die Unterscheidung von instrumentellen Funktionen. Das sind Funktionen, die über technische Mechanismen oder über institutionelle Mechanismen fassbar werden. Zum Beispiel ist eine Funktion von Wahlen die Umsetzung von politischen Bevölkerungspräferenzen in Parlamentsmandate und folglich in politische Macht. Das ist eine instrumentelle Funktion von Wahlen. Und das Gegenstück, das Gegenteil sind die symbolischen Funktionen. Das sind Leistungen, die über Kommunikationsbeeinflussung, über Interpretationsbeeinflussung erbracht werden. Zum Beispiel haben Parlamente die Funktion zu zeigen, worüber man reden kann und wie man reden kann, ohne dass ein Tohuwabohu im Plenarsaal ausbricht und der Präsident Ordnungsrufe erteilt. Und umgekehrt klarzumachen, was nicht zu sagen ist, was sich nicht gehört, die Grenzen des Sagbaren klarzumachen. Das ist eine symbolische Funktion von Parlamenten. Und damit da Butter bei die Fische kommt, gebe ich Ihnen für alle diese Funktionen jetzt noch Beispiele, damit Sie das gut im Verständnis und im Gedächtnis verankern können. Eine manifeste, offenkundige Parlamentsfunktion ist die Gesetzgebung, klar. Eine latente Funktion, die man auf den ersten Blick nicht sieht, ist die Sicherung von Kommunikation zwischen dem zentralen politischen Entscheidungssystem und der gesellschaftlichen Peripherie, einfachen Bürgern, gesellschaftlichen Vereinen und so weiter. Parlamente organisieren diese Kommunikation. Instrumentell manifest im parlamentarischen Regierungssystem ist die Funktion der Wahl des Regierungschefs, die wir in einigen Wochen ja wieder mal erleben werden. Instrumentell latent
also instrumentell, aber auf den ersten Blick so nicht zu begreifen, ist die Funktion von Parlamentern der Anreiz dafür zu sein, dass sich organisationsstarke Parteien bilden. Parteien entstehen überhaupt erst mit modernen Parlamentern. In ihnen, im England des 18. Jahrhunderts, als Wahlkampfmaschinen im 19. Jahrhundert, ohne Parlamente wären keine Parteien entstanden. Die symbolisch manifeste Funktion ist die Widerspiegelung der im Volk vorhandenen politischen Ansichten. Darüber eben soll die Vielfalt parlamentarischer Diskussion informieren. Und symbolisch latent ist das, was ich Ihnen vorhin erläutert habe, das Hervorheben einer Grenzlinie zwischen dem, was vernünftigerweise akzeptabel und was vernünftige Leute nicht für akzeptabel finden, dass diese Grenzziehung geleistet wird. Glauben Sie aber nicht, dass wir damit mit Funktionen schon durch sind. Wir müssen noch was betrachten. Wir brauchen noch zwei Begriffe. Der erste Begriff lautet Multifunktionalität von Strukturen. Eine Struktur ist dann multifunktional, wenn sie mehrere Funktionen erfüllt. Also wenn die gleiche Struktur für das umbettende System mehrere Leistungen erfüllen kann. Die Beispiele sind selbsterklärend. Straßen hat man nicht nur für die Aufnahme des Verkehrs, sondern auch für die Aufnahme von Versorgungsleistungen. Von Versorgungsleitungen. Deswegen werden immer wieder mal aufgerissen. Straßen sind multifunktional und ein naiver Mensch denkt gar nicht an das Letztere. Oder das Amt des parlamentarischen Staatssekretärs dient der Entlastung von Minister, klar, der politischen Ausbalancierung einer Regierung, wenn man noch Parteien mit irgendwelchen Posten versorgen muss, und der Beförderung von verdienten Abgeordneten, die es nicht zum Minister schaffen. Die kriegen als parlamentarische Staatssekretär dann trotzdem ein ministerähnliches Büro am Dienstwagen. Der nächste Begriff, nicht minder wichtig, ja eigentlich noch wichtiger, ist der Begriff der funktionalen Äquivalente. Den müssen Sie zum Schluss noch verstehen, dann können Sie durchatmen. Funktionales Äquivalent meint, dass verschiedene Strukturen die gleiche Funktion erfüllen. Wenn die Struktur A die gleiche Funktion erfüllt wie die Struktur B, dann ist die Struktur A zur Struktur B funktional gleichwertig, funktional äquivalent. Die Nebenwirkungen können freilich unterschiedlich sein, sodass es nicht völlig egal ist, mit welcher Struktur man welche Leistung erbringt. Die Beispiele erklären die Sache dann wieder auf das Schönste. Ein Staatspräsident ist das funktionale Äquivalent zu einem Staatsoberhaupt republikanischer Art. Ein Staatspräsident wie der amerikanische Präsident ist genau das funktionale Äquivalent zum britischen König als Staatsoberhaupt und zum deutschen Bundespräsidenten. Die Nebenwirkungen sind freilich verschieden, weil der amerikanische Präsident ein regierender Präsident ist, der englische Monarch seit dem 19. Jahrhundert, um präzis zu sein, kein regierender Monarch mehr ist, sondern nur noch ein herrschender. Oder mein Lieblingsbeispiel: In einem freien Staat gibt es Massenmedien und öffentliche Debatten, die darüber informieren, was die Leute wirklich denken. Wenn man nicht ständig die Schere politischer Korrektheit im Kopf hat und nicht heuchelt, sondern das sagt, was man wirklich denkt, und in den Zeitungen steht, was die Leute wirklich denken, dann kriegt man mit, was die Leute so denken. Wenn das nicht der Fall ist, tja, dann greift man im äußersten Fall zum Mittel von Geheimdiensten. In der DDR konnte man sich aus dem neuen Deutschland nicht wirklich darüber informieren, was die DDR-Bevölkerung denkt. Es war das Echo dessen, was die Regierung, die Partei sagen wollte. Deswegen brauchte die DDR einen sehr umfangreichen Inlandsgeheimdienst, um herauszukriegen, was die Leute wirklich denken. Das ist funktional äquivalent. Und als der Bagdader Kalif Harun al-Rashid abends dem Vernehmer nach mit seinem Großvezier durch die Kneipen von Bagdad zog, und zwar verkleidet, tat er das, weil er anderweitig nicht mitbekommen hätte, wie seine Untertanen wirklich reden und denken. Sie merken die Nebenwirkungen. Ein Geheimdienst kostet unglaublich viel und unterdrückt. Freie Medien kosten auch was, aber sie erzeugen einen echten Mehrwert. Am Schluss gibt es noch einige zentrale Fragestellungen politikwissenschaftlicher Systemanalyse, die Sie als Hausaufgabe zum nächsten Mal durchdenken, um sich klarzumachen, was meinen denn die überhaupt? Und schreiben Sie sich auf in 2, 3 Sätzen für jede dieser Frage, was in der Wirklichkeit damit gemeint ist. Und wenn Sie diese Übung gemacht haben,
dann haben Sie sichergestellt, dass die Systemtheorie nicht nur als eine abstrakte Beschreibungssprache von Ihnen beherrscht wird, sondern dass Sie anhand dieser Begriffe auch tatsächlich die Wirklichkeit sehen. Und wenn Sie das nicht erreichen, erreichen Sie zu wenig. Viel Spaß bei den Hausaufgaben, bis nächste Woche.